darf Sie alle erstmal ganz herzlich im Namen der Stiftung Werner von Siemens Ring zu dieser ganz besonderen Veranstaltung begrüßen. Ich meine, dass die Stiftung mit ihrer Ringpreisverleihung an konkreten Beispielen zeigt, was Technik tatsächlich leisten kann, wie das umgesetzt wird aus der Wissenschaft in die Praxis und wie die Praxis den Menschen dient. Diesen Weg aufzuzeigen, das, glaube ich, ist die große Leistung der Stiftung. Und daran werden wir in Zukunft auch arbeiten, das weiter zu verstärken. Sie können mit mRNA jedes Protein herstellen. Und Sie geben Patienten oder Impfempfängern die Information, nachdem sie ihre eigene Medizin machen. Das ist ein Quantensprung. The future is already here. Many different viral vaccines are under development, from HIV to Epstein-Barr virus, the RSV virus, which is right now is in the US and here is spreading. So these are human trials already ongoing. And so, you know, the future is here, but you will see additional usage for gene editing. Man hat gedacht, dass die Lichtmikroskopie bestimmte Details nicht mehr sehen kann, weil alles, was kleiner ist als eine bestimmte Grenze, ist nicht mehr erkennbar. Und das hat sich als Irrtum herausgestellt. Der Preis ist eine enorme Auszeichnung. Auch ist es eine Auszeichnung dafür, dass Wissenschaft letztendlich auch zu wirtschaftlichen, verwertbaren Erkenntnissen führt, die dann Arbeitsplätze schaffen. Und das ist ein Anliegen, das mir und auch den Ängsten meiner Mitarbeiter immer auch sehr wichtig war. Die Stiftung möchte gerne Talente fördern, Talente sozusagen in jeder Generation, denen wir auch ermöglichen, ein Netzwerk zu bilden mit denen, die im Stiftungsrat sind. Und wir wollen Lebensleistungen als Vorbilder auch in der Technologie auszeichnen, weil diese Übertragung von Wissenschaft in Technologie und in Industrie, die ist so wichtig für die Zukunft. Und diese beiden Elemente, die zeichnen die Stiftung aus. Junge Talente fördern und exzellente Personen, die viel erreicht haben, auch als Vorbilder auszuzeichnen. It's a huge privilege to be here involved in this network where I can meet scientists from different fields. We can discuss important questions for science, for society, and together we can find creative ideas in our own fields. Mikroskop begreift jeder. Das Mikroskop muss ja auch irgendwie dann eine Funktion haben. Ja? Also habe ich gedacht, wenn das Mikroskop als Objekt, als Träger ist, muss es ja auch was zeigen. Einerseits ist es eine große Ehre, ja, so Ringe machen zu dürfen. Andererseits hat man nämlich auch eine Menge Arbeit. Ne? Es ist, aber so ist es. Ohne Fleiß kein Preis.